Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen. Ich bin's euer Flui wieder mit einem neuen Sword Art Online Video. Und zwar dieses Mal mit einem besonderen Video. Und zwar habe ich für euch heute mal eine Theorie mitgebracht. Und zwar eine Theorie, die es richtig in sich hat, wie ihr schon im Titel lesen könnt. Kirito ist bisexuell. Ja, diese Theorie stammt tatsächlich von mir. Ich finde, diese Theorie ist absolut interessant. Sie ist mir selber eingefallen, habe sie selber ausgearbeitet und die Beweise bzw. die Belege, die ich heute für euch habe, sind schon sehr interessant, auch wenn diese Theorie natürlich schon etwas wackelig ist, aber trotzdem habe ich sie so ausgearbeitet, dass sie schon sehr interessant ist, auch wenn sie, wie gesagt, ein bisschen wackelig ist. Wie gesagt, Kirito ist bisexuell. Starten wir doch erstmal rein ins Video. Aber versuchen wir doch als allererstes mal zu klären, was ist überhaupt Bisexualität? Bi stammt aus dem Lateinischen und bedeutet zwei. Also, dass man sich im Grunde genommen von zwei Geschlechtern gleichfalls angezogen fühlt. Es gibt ja heterosexuell, da liebt man im Grunde genommen das andere Geschlecht, das heißt Mann liebt Frau. Und dann gibt es ja noch Homosexualität, das ist im Grunde genommen, wenn zwei gleiche Geschlechter sich lieben, Mann und Mann, Frau und Frau. Bei Bisexualität sind im Grunde genommen beiden zusammen. Das heißt, wenn wir im Grunde genommen von Kirito ist ein Mann, kann ein Mann auch einen Mann lieben, auch gleichzeitig kann ein Mann auch eine Frau lieben. Das heißt, man liebt beide Geschlechter, das heißt, man ist nicht heterosexuell, man ist nicht homosexuell, man liebt halt im Grunde genommen beide Geschlechter und das ist im Grunde genommen Bisexualität. Versuchen wir doch als erstes mal beide Sexualitäten von Kirito im Grunde genommen zu beweisen. Versuchen wir als erstes mal das Einfachste. Kirito ist heterosexuell, das sollte im Grunde genommen klar sein. Kirito liebt Asuna, Asuna liebt Kirito. Wer die Serie gesehen hat, der weiß, dass sich beide lieben. Besonders Asuna liebt natürlich ihren Kirito, Kirito liebt auch Asuna. Wer sagt, das müsste ich mal belegen oder beweisen, dass Kirito Asuna liebt, der hat den Anime nicht gesehen. Doch jetzt kommen wir natürlich zu einer wichtigen Stelle und zwar muss ich natürlich erstmal diese Homosexualität von Kirito beweisen. Das möchte ich jetzt ausführlich tun. Versuchen wir als erstes mal mit Kiritos Lebensgeschichte durchzugehen, um zu sehen, wo denn eventuell diese Homosexualität von Kirito eventuell auftreten könnte. Gehen wir zuallererst mal vor den Ereignissen von Sword Art Online mit Kiritos Kindheit. Denn Kirito hat den größten Teil von seiner Kindheit mit Suguha verbracht. Das heißt, er hatte relativ wenig mit Jungs zu tun, beziehungsweise mit Männern, weil er einfach größtenteils mit seiner, Anführungsstrichen, Schwester immer wieder zusammen war und mit ihr viel Zeit verbracht haben. Das haben wir im Alpha Haven Arc gesehen in der ersten Staffel. Dort hat uns das Suguha verraten, dass die beiden in der Kindheit besonders viel zusammen gemacht haben und dass sie im Grunde genommen jede freie Zeit miteinander verbracht haben als Kinder. Als Kirito dann etwas älter wurde, mit dem Alter von 10, hat sich ja Kirito abgeschottet von der Welt, als er erfahren hatte, dass er adoptiert ist und hat sich im Grunde genommen von der kompletten Welt abgeschottet. Das heißt, er hatte weder mit großartig mit Frauen zu tun, sondern also mit Mädchen oder mit Jungs, einfach weil er sich abgeschottet hat in seinem Zimmer. Wahrscheinlich war er dann in der Schule, hat dort zwar Leute getroffen, aber hat sich im Grunde genommen von seinem Leben abgeschottet und hat sich seinem Computer gewidmet. Dann kommen wir zu der Zeit von Sword Art Online, die jetzt zum allerersten Mal wichtig ist. Dort hat Kirito zum allerersten Mal richtig viel Kontakt mit Jungs bzw. mit Männern. Da fängt es natürlich an, besonders beim Start von Sword Art Online trifft er hier auf Klein. Die beiden verstehen sich sehr gut, doch später ignoriert Kirito Klein komplett. Also er ignoriert ihn komplett. Am Anfang erklärt er uns noch das, dass er im Grunde genommen sich dafür schuldig spricht, dass er im Grunde genommen Klein damals allein gelassen hat und somit ihm sein eigenes Schicksal hinterlassen hat. Besonders auffällig ist, dass, wenn man sich den Anime anguckt, dass Kirito konstant den Augenkontakt mit Klein meidet. Ihr müsst euch mal die erste Staffel angucken. Dort ignoriert Kirito Klein nicht nur, sondern er meidet auch grundsätzlich den Augenkontakt. Denn meiner Theorie nach ist Kirito nicht nur seit Underworld bisexuell, sondern von Anfang an. Kirito ist seit Anfang an bisexuell.
Wahrscheinlich war das für Kirito auch so ein Grund, Klein auch konstant zu meiden. Vielleicht, weil er auch mit dieser Erfahrung nicht wirklich klar kam. Besonders er war ja damals in der Zeit als Jugendlicher unterwegs. Und dort war das alles mit Sicherheit noch etwas verwirrend. Vielleicht hat ihn das auch etwas verwirrt, diese anderen Gefühle zu Klein. Ich glaube nicht, dass er zwar zu Klein Gefühle hatte, aber trotzdem hatte er ein sehr seltsames Gefühl. Besonders wird das sehr interessant, dass Kirito im Anime, beziehungsweise besonders in der Light Novel, immer sehr als sehr mädchenähnlich besprochen wird. Das heißt, sein Gesicht ist immer sehr weiblich angehaucht und er wird auch immer öfters mal mit einem Mädchen verwechselt. Besonders in Gange Online wird das besonders beachtbar, dass Kirito ein Mädchen ist. Dort in Gange Online ist er ja tatsächlich ein Mädchen. Das heißt, Kirito hat immer wieder diese sehr weiblichen Aspekte. Später kommt dann Kirito mit Asuna zusammen und was dann danach passiert, ist sehr überraschend. Denn Kirito und Klein verstehen sich tatsächlich danach deutlich besser. Das ist sehr interessant zu sehen, als Kirito sich auf Asuna im Grunde genommen einlässt, also bevor die beiden überhaupt zusammenkamen, wo sich Kirito so langsam in Asuna verliebt, verstehen sich Kirito und Klein deutlich besser. Besonders als die beiden dann später zusammen sind, verstehen sich Kirito und Klein unglaublich gut. Also die sind richtig ein Herz und eine Seele und sind richtig befreundet, einfach weil sich Kirito jetzt auf Asuna eingelassen hat, die Gefühle im Grunde genommen auf sie produziert hat und wahrscheinlich auch in sie definitiv verliebt war. Beziehungsweise verliebt immer noch ist, logischerweise. Das heißt, Kirito und Klein haben sich viel besser verstanden, einfach weil Kirito im Grunde genommen diesen Hitro-Part, der zu Asuna halt deutlich stärker war, im Grunde genommen überwiegt hat. Und deswegen konnte Kirito auch mit Klein eine deutlich bessere Verbindung eingehen, die halt auf einer Freundschaftsbasis basiert hat, einfach weil Kirito seine Gefühle ganz und gar auf Asuna projizieren konnte. Und sich im Grunde genommen auf diese anderen Gefühle im Grunde genommen gar nicht einlassen musste, weil die Liebe zu Asuna einfach komplett überwiegt hat. Und das ging im Grunde genommen die ganze Zeit so weiter. Über Gange Online, über den zweiten Teil von Alpha Helm Online und natürlich über den Movie Ordinary Scale. Doch jetzt kommt eine sehr verwirrende Situation für Kirito, denn Kirito betritt Underworld und verliert den Kontakt zusammen mit Asuna. Bevor es überhaupt Kirito in Gange in Underworld reinkam, wollten die beiden ja zusammen nach Amerika, haben sich geküsst und waren absolut ineinander verliebt. Doch jetzt kommt Kirito nach Underworld und trifft dort auf Yujiro, der für Kirito eine absolut emotionale Stütze ist. Wir erfahren nicht nur im Anime, sondern auch in den Videospielen, wo wir noch näher über die Story aus Underworld erfahren, dass die beiden jede freie Zeit miteinander verbringen. Das heißt, jede freie Zeit verbringt Kirito zusammen mit Yujiro. Ich glaube nicht, dass Kirito sich in dieser Zeit in Yujiro verliebt hat. Doch das Besondere ist, was man ganz klar erwähnen muss, dass er in dieser Zeit, wo er in Underworld ist, 2 Jahre Asuna nicht sieht. Das wird später noch für den wichtigen Teil noch wichtig. Doch als Yujiro im Kampf gegen Administrator stirbt, verliert Kirito im Grunde genommen seinen Boden. Er verliert seinen Halt und diese emotionale Stütze bzw. die Zeit, die er mit Yujiro verbracht hatte, verliert er im Grunde genommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Knackpunkt, um jetzt die Homosexualität von Kirito endgültig zu beweisen. Denn bevor Kirito erwacht, ihr wisst ja, Kirito ist in diesem komatösen Zustand, versucht Kirito sich ja selber umzubringen. Er sieht seine allen Ereignisse, die Leute, die er umgebracht hat und sieht sich in einer absolut verzweifelten Situation und versucht sich selber umzubringen. Doch dank Higa schafft er es, Lifa, Shino und, ganz wichtig, Asuna auftauchen zu lassen, die ihm im Grunde genommen dazu überzeugen soll, weiterzuleben. Besonders die Stütze Asuna, in die er ja verliebt ist und mit der er ja wunderbar viel Zeit verbracht hatte, sollte doch eigentlich als Stütze reichen, um seinem Leben wieder etwas Neues zu geben. Doch als die drei auftauchen, ist ihm das egal. Das ist
ziemlich interessant zu sehen, als Asuna, Shinnok und Leafa auftauchen, ist es ihm egal. Er entschuldigt sich nur bei den dreien und versucht sich weiterhin das Leben zu nehmen. Doch was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Es taucht Yujiro auf. Yujiro taucht aus dem Nichts auf und spricht ihm neuen Mut zu, dass er weiterleben soll. Das, was Leafa, Shinnok und Asuna getan hatten, das schafft plötzlich Yujiro. Kirito bekommt neuen Mut und entschließt sich, weiterzuleben. Meine Theorie ist, dass in dem Moment, wo Yujiro gestorben ist, Kirito bemerkt hat, was für ein unglaublicher Impact Yujiro auf ihn hatte. Nicht nur im freundschaftlichen Sinne, sondern auch in der Gefühlsebene. Die Gefühle, die er im Grunde genommen vergraben hat, also diese zweiten Gefühle, die er vergraben hat und die er auf Asuna projiziert hat, wo er sich verliebt hat, das ist im Grunde genommen jetzt dort weggebrochen und er konnte die Gefühle plötzlich auf Yujiro übertragen. Eine Gefühle, die aus der, die über die Freundschaft hinausgehen. Man darf ja nicht vergessen, Kirito hat Asuna mehr als 2 Jahre nicht gesehen. Und es ist im Grunde genommen die Liebe seines Lebens. Plötzlich taucht und als Asuna in seinen Gefühlen bzw. in seinen Gedanken auftaucht, reicht das tatsächlich nicht, um ihn wieder wach zu rütteln. Es reicht nicht, um Kirito wieder wach zu rütteln, dass er sagt, ey Kuro, okay, ich bin wieder zurück, meine geliebte Asuna ist da. Nein, es reicht nicht, es braucht Yujiro. Es ist vielleicht verrückt zu sagen, vielleicht hat sich Kirito in Yujiro verliebt. Ich glaube nicht, dass er sich in Yujiro verliebt hat, aber er hat bemerkt, dass er auch andere Gefühle in sich trägt. Nicht nur im Grunde genommen für seine Asuna, die er trotzdem weiter zwar liebt, aber halt auch Gefühle für Yujiro, die er eigentlich ja vergraben wollte. Jetzt kann man sagen, naja, das ist schon ein bisschen bisschen schwierig, nur das anhand dieses einen Punktes zu nennen. Weitere Beweise. Als Kirito wieder erwacht, trifft er auf Po und Kaiser Vector bzw. Gabriel, egal wie ihr ihn nennen wollt. Auf jeden Fall, als Kirito gegen Po oder gegen Gabriel kämpft, taucht immer wieder Yujiro auf. Und man muss mal genau hinsehen, das ist im Anime, finde ich, sehr gut umgesetzt, wie Kirito überhaupt aussieht, als er Yujiro sieht. Ihm kommen Tränen. Oder er ist absolut glücklich und kann es nicht glauben, Yujiro zu sehen. Er ist absolut happy und seine Freude, die er da in diesem Gesicht zeigt, wo er Yujiro sieht, das ist schon sehr besonders. Das ist fast so, als hätte man einen geliebten Menschen wieder gesehen. Zwar war Yujiro in dieser Zeit eine wichtige Stütze für ihn, aber dennoch ist das sehr auffällig, wie extrem emotional Kirito auf Yujiro reagiert. Der Vergleich ist besonders krass, wenn man sich das mit Asuna ansieht. Als Kirito nämlich Po besiegt, trifft er endlich wieder auf Asuna. Die beiden umarmen sich, die beiden sind auch Stirn an Stirn. Er berührt auch ihr Gesicht und versucht sie im Grunde genommen zu schmusen. Aber es ist nicht so, dass er sie zum Beispiel, dass er sie küsst. Oder dass er Tränen in den Augen bekommt. Zwar, als Asuna ankommt, hat er Tränen in den Augen, aber nicht, als er sie wieder sieht. Man darf nicht vergessen, die beiden haben sich mehr als 2 Jahre nicht mehr gesehen aus Kirito Sicht. Für Asuna waren es nur ein paar Tage, für Kirito waren es mehrere Jahre. Das darf man nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob man wirklich so reagiert, wenn man im Grunde genommen eine absolut geliebte Person, mit der man so viel Zeit verbracht hat. Ich meine, Asuna und Kirito waren jetzt nicht nur 2-3 Monate zusammen, sondern auch schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass man da auch nur so reagiert. Für mich reagiert Kirito, als er Yujiro sieht, deutlich emotionaler, als wie er Asuna sieht.
Und das führt mich zu der Theorie, dass Kirito zwar weiterhin Asuna liebt, aber auch gleichzeitig Gefühle für Yujiro entwickelt hat. Ich weiß, diese Theorie ist mega krass. Und ich weiß, sie ist auch nicht zu 100% auf richtig großen Stützen. Und sie ist auch ein bisschen wackelig, weil man ja sagen kann, naja, Yujiro ist halt gestorben und reagiert man halt zwar so emotional, aber für mich ist es schon beachtlich, der Vergleich zwischen Yujiro und Asuna. Wie Kirito reagiert, als er Yujiro sieht, und wie Kirito reagiert, als er Asuna sieht. Auch das, als er versucht, sich das Leben zu leben, dass Asuna nicht ausreicht, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, sondern dass er weiterhin versucht, sich das Leben zu nehmen, und aber als Yujiro auftaucht, er einen kompletten Dreher um 180 Grad macht und im Grunde genommen sich wieder versucht zu fangen. Für mich ist dieser Punkt, ich hatte am Anfang erwähnt, dass Kirito im Anime bzw. in der Light Novel sie als Mädchen beschrieben wird, als mädchenähnliches Gesicht, bzw. in GGO als Mädchen dargestellt wird. Für mich ist das ein kleiner Hinweis bzw. ein Schwenk von, oder ein Foreshadowing nennt man das ja teilweise auch, von Riki Kawahara, um uns zu zeigen, dann spielt auch mit Yujiro, um uns zu zeigen, dass Kirito zwar heterosexuell ist und Gefühle für Asuna hat, aber gleichzeitig auch sehr weiblich und eventuell homosexuell ist. Was natürlich nichts Schlimmes ist, das möchte ich hier ganz klar erwähnen, ist natürlich absolut nichts Schlimmes. Ich würde das auch gar nicht so schlimm finden, wenn sich tatsächlich bestätigt, dass Kirito bisexuell ist, ist absolut kein Problem. Würde ich auch absolut supporten. Ist natürlich ein schwieriges Thema, Bisexualität. Und deswegen wird das Video hier mit Sicherheit auch schwierig sein. Deswegen war es auch schwierig, dieses Video hier im Grunde genommen aufzuziehen. Ich weiß, diese Theorie ist sehr wackelig und steht nicht auf 100%igen Beinen. Aber trotzdem, die Sachen, die uns der Anime bzw. die Light Novel gegeben hat, macht schon einiges zum Nachdenken. Besonders wie Kirito mit Klein reagiert, hatte ich ja am Anfang gesagt, wo er ihn erst komplett meidet und dann, als er mit Asuna zusammen ist, wieder sich auf Klein einlässt und eine Freundschaft geht. Vorher hat er ihn komplett ignoriert. Deswegen ist meine Theorie, Kirito ist bisexuell. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren zu dieser Theorie schreiben. Was ist eure Meinung zu dieser Theorie? Was seht ihr? Habt ihr vielleicht sogar eigene Theorien? Das würde mich auch mal interessieren. Habt ihr eigene Sword Art Online Theorien? Falls sie in Theorien so interessant ist, kann ich sie vielleicht auch mal in einem Video dran nehmen. Also schreibt richtig schöne Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert natürlich den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Sword Art Online Video mehr verpasst. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einem weiteren SAO-Video. Bis dahin und ciao, euer Flui.